In der letzten Let's Dance-Sendung musste Sophia Thiel mit Stefano Zarella zittern. Nach der Entscheidung brach sie in Tränen aus. Für Sophia Thiel, 29, ist Let's Dance eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle. Es bringt mich an meine körperlichen sowie mentalen Grenzen, gestand die Fitness-Influencerin in ihrem Podcast Vier Brüste für ein Halleluja. Beim Tanzen fühle ich mich einfach übelst fett und hässlich. Doch Sophia biss die Zähne zusammen und steigerte sich von Woche zu Woche. Trotzdem musste sie vergangene Sendung ums Weiterkommen zittern, ausgerechnet mit ihrem Kumpel Stefano Zarella, 33. Sophia Thiel ist am Boden zerstört. Sophia und Stefano kannten sich schon der Sendung. Sophia ist voll mein Bro. Die erste Kumpelfreundin. Ich mag Sophia übelst. Wir reden auch offen über alles. Das ist für mich echt eine Freundin geworden, schwärmte er im offiziellen Let's Dance Podcast. Dass die beiden am Freitag beide im roten Licht standen, war besonders für Sophia eine Katastrophe. Am Ende schaffte sie es zwar in die nächste Runde, doch freuen konnte sie sich nicht. Ich hätte vor Aufregung kotzen können, erzählt sie gegenüber RTL. Ich war mir sicher, dass ich gehe und das tut weh. Im Interview kullern immer wieder dicke Tränen. Es hat keiner verdient. Alle wollen es so sehr und trainieren so hart. Auch Stefano konnte seine Gefühle nach der Entscheidung nicht zurückhalten. Ich habe sehr viel geweint, kaum geschlafen die letzten zwei Tage. Hat mich mehr mitgenommen, als ich dachte, berichtet er auf Instagram. Doch für ihn ist das Let's Dance-Abenteuer vorbei. Jetzt muss er Freundin Sophia vor dem Fernseher die Daumen drücken.